Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Vertex das Guardian 2 Weapon Guard Langarmhemd. Wenn ich in der Anmoderation schon so explizit Langarmhemd sage, wird es davon auch noch ein Kurzarmhemd geben. Richtig, das Guardian 2 gibt es auch nochmal in Kurz für alle, die nicht auf Langarmhemden stehen. Ich stehe auf Flanellhemden, das wisst ihr ja. Ne? Aber wenn es natürlich jetzt langsam wieder warm wird, sind Flanellhemden in der Regel einfach zu warm. Ja? Jockel nimmt es mir nicht übel, aber deine Hemden sind einfach zu dick, um sie tagsüber tragen zu können. Gerade auch, wenn man so ein Schwitzer ist wie ich. Deswegen fand ich es ganz cool, dass wir jetzt mal hier von Vertex das Guardian 2 Hemd haben. Das ist nämlich relativ dünn, das ist sehr leicht und angenehm. Ist ein typisches taktisches Hemd. Warum das taktisch ist, erzähle ich euch gleich. Erstmal zum Material. Vertex setzt hier auf 74% Baumwolle und 23% Polyester. Wir haben hier noch einen Anteil von Elastan. Wo der eingesetzt wird, verrate ich euch aber auch gleich. Denn erstmal über die generellen Features. Langarmhemd ist klar. Ihr habt einen typischen Knopflook. Das sind aber keine normalen Knöpfe, sondern das sind alles Druckknöpfe. Das heißt, ihr könnt hier auch das Hemd entsprechend schön lang aufmachen, um dann entsprechend auch damit krempeln zu können. Natürlich auf beiden Seiten logischerweise. Die Brusttaschen sind auch jeweils mit einem Druckknopf versehen, rechts und links. Und dann habt ihr das Ganze auch nochmal geknöpft mit Druckknöpfen. Die Besonderheit beim Guardian 2 Hemd ist allerdings nicht, dass es einfach ein taktisches Hemd ist, sondern hier hat man wirklich einen großen Wert drauf gelegt, dass man für eine verdeckte Trageweise von First Respondern oder von Undercover-Einheiten oder wer auch immer berechtigt ist, eine Waffe verdeckt zu tragen, da möglichst ein komfortables und unauffälliges Erscheinungsbild gibt. Für das verdeckte Tragen ist hier ein besonderer Weg eingeschlagen worden. Ihr habt hier eine augenscheinlich durchgängige Knopfleiste. Die ist aber nicht durchgängig, sondern die ist bis hierhin abgenäht. Das heißt, wenn ihr an eure Kurzwaffe kommt, ich mache es jetzt mal langsam, dann greift ihr an das Hemd, reißt den unteren Bereich auf. Der geht dann auch nur bis hierhin auf, weil dann hier die Naht kommt entsprechend. Und dann könnt ihr an eure Kurzwaffe greifen und entsprechend diese dann auch zum Einsatz bringen. Hierfür hat man auch zusätzlich nochmal, egal ob für Rechts- oder Linkshänder, jeweils an den Enden unten eine kleine Tasche vorgesehen, die dann mit zum Beispiel Geld befüllt werden kann oder auch mit Blei oder was auch immer ihr an schweren Gegenständen habt, damit der untere Teil des Hemdes beschwert wird. Ich habe jetzt hier einfach mal zwei 2-Euro-Stücke reingepackt, die passen da auch von der Größe her rein. Kann ich hier reinschieben und dadurch, ich mache es jetzt einmal ein bisschen schneller, wenn ich das jetzt aufreiße, dadurch kann ich dann natürlich beim Aufreißen erreiche ich, dass das Hemd eher zur Seite fliegt, um da entsprechend mit dem Gewicht arbeiten zu können. Jetzt habt ihr hier vielleicht auch gesehen, hat er ein komisches Unterhemd an. Das ist kein Unterhemd, sondern das ist der Weapon Guard Teil des Hemdes. Hier ist nämlich das Elastan verbaut, denn das Hemd ist bis zur Hälfte hier quasi mit diesem Teil vernäht. Und hier habt ihr dann einmal die sogenannte 37,5 Technologie. Vertex sagt, dass 37,5, das ist so die typische Körpertemperatur eines Menschen. Und bei dieser Temperatur soll es dann auch entsprechend halten, dass ihr hier einen Bereich habt, wo ihr zwischen der Waffe und dem Körper nochmal eine Schicht Kleidung ist. Das heißt, ihr könntet das Hemd theoretisch ohne irgendein T-Shirt, ich habe jetzt ein T-Shirt drunter, aber ihr könntet das ohne ein T-Shirt tragen und habt dann trotzdem hier im unteren Bereich dieses feine Elastanmaterial. Das Guardian 2 von Vertex ist unserer Meinung nach wirklich ein sehr, sehr gutes Hemd für den Undercover-Einsatz. Vertex generell ist eine coole Marke, schaut euch das mal an, die machen wirklich sehr, sehr viel im EDC-Look, was aber natürlich auch für die Behörden durchaus nutzbar ist, beziehungsweise auch extra dafür konzipiert worden ist. Es ist natürlich eine amerikanische Firma, das heißt, da ist natürlich ein viel breiteres Publikum da, deswegen ist fast jedes Teil irgendwie so gebaut, dass man da auch irgendwo Concealed Carry betreiben kann. Genauso auch das Guardian 2. Nichtsdestotrotz, sehr, sehr geiles Hemd, sehr, sehr bequemes Hemd. Locker, weit geschnitten, gibt es in vielen lustigen Farben. Schaut mal bei Recon Company rein. Der Link ist unten eingeblendet. Wie findet ihr das Vertex-Hemd? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Denkt daran, die Glocke zu klicken. LAG. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. So ab. Er ist hier in der Hose geblieben halt.
irgendwo. Wo ist es? Wo ist der G-Clip? Der ist weg. Wo ist er denn? Ach, da ist er. In der Bauchwampe hat er geklemmt.